Jetzt wird es mal wieder ein bisschen spannender. Wir kommen nämlich zum Innenleben dieses 286ers und da wollen wir mal schauen, was wir denn hier so für Unterschiede auch zu dem 486er haben. Wie ich das eingangs schon erwähnt habe, gibt es hier schon so ein paar Eigenheiten, was diesen PC betrifft, wo man schon erkennt, dass er einfach noch mal eine ganze Ecke älter ist. Der 286er ist 1982 auf den Markt gekommen und 1984 so mehr oder weniger mit dem IBM 5170 der Öffentlichkeit so zum ersten Mal richtig vorgestellt worden. Gut, und danach kamen dann immer mehr verschiedene Modelle auf den Markt, während der erste IBM-PC, der hatte, glaube ich, irgendwie noch 6 Megahertz und so für den Endkunden, wie wir es damals waren, uns erreichten dann in der Regel meistens schon die 12 oder 16 Megahertz Geräte zu einem etwas späteren Zeitpunkt. Hier oben sitzt dann das 5,25 Zoll Laufwerk. Das hat interessanterweise hier eine Sperre. Normalerweise funktioniert es dann so, wenn ich eine Diskette einlege, was ich jetzt hier auch mal tue, dann muss ich hier diesen Hebel nach unten klappen und erst dann befindet sich der Lesekopf dann hier auf dieser Diskette, um dann auch die Daten lesen zu können. Und wie man sieht, wenn die Diskette nicht eingelegt ist, ist dieser Kopf hier gesperrt. Interessanterweise, das werdet ihr gleich von oben sehen, sind diese 5,25 Zoll Diskettenlaufwerke relativ offen. Also die haben noch keinen Käfig irgendwie, dass sie großartig geschützt sind. Also da liegen alle mechanischen Bauteile recht gut sichtbar. Man kann das hier auch schon ein bisschen erkennen, wenn man hier oben reinschaut. Das ist also wirklich so eine Eigenheit dieser 5,25 Zoll Laufwerke, dass die alle relativ zugänglich sind, was ihre Mechanik betrifft. Seltsamerweise funktionieren sie aber trotzdem alle noch soweit ganz gut. Also, obwohl man ja denken würde, da sammelt sich jede Menge Staub und so weiter an, aber sie sind relativ unverwüstlich. Also, die Laufwerke, die mir so bisher untergekommen sind, die funktionierten tatsächlich alle. Darunter befindet sich dann das 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk, was hier nachgerüstet worden ist. Also man merkt schon an der Art, wie das hier eingebaut ist in diesem 5,25 Zoll Schacht, dass zum Zeitpunkt der Entwicklung des 286ers hier das 3,5 Zoll Diskettenformat eigentlich so in der Form noch nicht vorgesehen war. Es gab aber zumindest dann hier mit dem Rahmen schon mal die Möglichkeit, eines nachzurüsten in der Form. Und die waren dann auch mechanisch etwas leichter zu bedienen. Also man konnte dann hier einfach diese Diskette hier reinpacken und dann hatte man hier diesen Drücker, diese Auswurftaste und dann kam diese Diskette wieder zurück. Also schon etwas einfacher zu handhaben als das 5,25 Zoll Laufwerk. Zu den unterschiedlichen Diskettenarten der beiden Laufwerke hatte ich ja bei meinem Video oder zu meiner Reihe des Pentium 1 200 MHz schon ganz viel erzählt. Da würde ich euch das Video entsprechend mal dazu verlinken. Dann könnt ihr da reinschauen. Da muss ich euch das hier eigentlich nicht alles nochmal erzählen. Und darunter wird es dann hier richtig interessant. Das ist so der erste größere Unterschied zwischen dem 286er und dem 486er, den ich euch gezeigt hatte, zumindest was die Laufwerke betrifft. Das ist nämlich die Festplatte und die befindet sich zwar schon im 3,5 Zoll Format, aber in doppelter Bauhöhe. Die ersten Festplatten oder beziehungsweise die Vorgängerfestplatten, die jetzt auch noch in den IBM XTs verbaut waren, das waren dann in der Regel häufig noch die Festplatten im 5,25 Zoll Format. Hier ist man dann schon in das 3,5 Zoll Format gegangen, so wie das hier auch bei der Floppy hier oben der Fall ist, aber eben noch in doppelter Bauhöhe. Das ist also immer noch ein ziemlicher Brocken, sehr sehenswert und den würde ich euch natürlich hier mal ausbauen und etwas näher zeigen. Die Befestigung der Laufwerke ist hier auch schon relativ gut gelöst. Die sind nämlich hier auch mit solchen Laufwerksschienen eingebaut. Gottlob, wenn man sie denn auch dann hat. Nicht, dass man hier so einen freien Slot hat und diese Laufwerksschienen liegen dann nicht mehr dabei. Das ist mir ja bei meinen anderen PCs dann so gegangen. Da konnte ich ja zum Glück hier auf diese Laufwerksschienen von dem Heiko zurückgreifen, um mir da so ein bisschen zu behelfen. Hier sind sie dann Gott sei Dank mit dabei und wenn man sich das hier anschaut, dann erübrigt sich dem Grunde nach auch schon die Sache mit dem Einbau eines CD-ROM-Laufwerks, weil dem Grunde nach ist dieser dritte Slot hier unten durch die Festplatte schon belegt. Die könnte man natürlich auch so mit einem eigenen Mod oder Bau irgendwo an anderer Stelle befestigen, um dann hier noch ein Laufwerk entsprechend zu platzieren, aber ich befürchte, dass auch der Controller da von den Schnittstellen auch gar nicht mehr hergeben wird. Ich glaube nicht, dass wir hier noch ein zweites Laufwerk anschließen können, aber das werden wir uns im Detail dann natürlich nochmal anschauen. Jetzt würde ich erstmal hier dieses Laufwerk für euch mal hier ausbauen.
aufbauen, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Ich gehe hier mit der Kamera noch mal ein Stückchen zurück. Ich habe jetzt mal ein bisschen Platz hier vor der Kamera geschaffen, damit ich euch die Festplatte mal von allen Seiten zeigen kann. Das ist also diese Festplatte im 3,5 Zoll Format in doppelter Bauhöhe. Das ist eine Seagate ST157A. Das war auch gut, dass man hier die Typenbezeichnung ablesen konnte, weil natürlich muss diese Festplatte auch wieder im BIOS angemeldet werden. Und da musste ich natürlich auch erstmal recherchieren, die Anzahl der Sektoren, Köpfe und Zylinder, um die Festplatte anmelden zu können. Und ich habe hier auch nochmal eine Festplatte mit dazu genommen im herkömmlichen 3,5 Zoll Format. Und da sieht man schon, ja, doppelte Bauhöhe. Das ist schon mal recht ordentlich und das muss man sagen, das merkt man auch vom Gewicht. Also wenn man das hier so einen Augenblick vor der Kamera hält, dann wird das durchaus schwer. Die Festplatte ist übrigens oder müsste übrigens 45 Megabyte groß sein. Das werden wir uns aber nachher natürlich noch anschauen, wenn wir sie im BIOS anmelden und einfach mal versuchen, dann davon zu booten. Aber jetzt wird es mir echt ein bisschen schwer. Aber durchaus mal eine sehenswerte Geschichte. Sowas sieht man nicht mehr alle Tage. So eine 3,5 Zoll Festplatte in doppelter Bauhöhe. Dann nehmen wir mal zuerst den vorderen Bereich des Gehäuses in Augenschein. Da hätten wir auf der rechten Seite die bereits angesprochene offene Mechanik des 5,25 Zoll Laufwerks mit dem Lesekopf und hier hinten befindet sich dann die Elektronik mit Anschlüsse an das Flachbandkabel und das Stromkabel. Hier befindet sich der komplette Kabelwust für das Bedienfeld vorne, also sprich für den Power-Taster bzw. die Power-LED, die Turbo- und die Festplattenaktivitäts-LED, der Reset-Schalter, der Power-Schalter und der Keylock. Und die führen dann hier auf das Mainboard und das ist hier ziemlich gut gelöst und auch recht übersichtlich. Also hier ist dann die Beschriftung Reset, Turbo-LED, Turbo-Switch. Hier gibt es einen Anschluss für den PC-Speaker und hier für den Keylock und Power in einem. Also da kommt man wirklich sehr, sehr gut dran. Das ist sehr, sehr aufgeräumt. Hier auf der linken Seite befindet sich dann dieser grässliche PC-Speaker. Mittlerweile bei den neueren PCs befinden sich ja nur noch diese kleinen Mainboard-Speaker an Bord. Aber das ist hier so ein richtig schöner Krachmacher. Der hat dann die mehr oder weniger eher mittelmäßigen Soundgeräusche von sich gegeben. Das war also wirklich sehr, sehr nervig. Das hatte ich euch ja in einigen meiner Videos schon mal vorgespielt, wie wir früher PC-Spiele gespielt haben in CGA-Grafik mit PC-Speaker. Wirklich einfach fürchterlich. Bei näherer Betrachtung des Mainboards fallen uns hier sofort diese beiden Chips hier ins Auge mit ihrer farblichen Kennzeichnung. Das sind die BIOS-Chips. Im Handbuch steht sowas davon. Das ist hier der Low-BIOS-Chip und das ist der High-BIOS-Chip, wobei mir dessen Funktion jetzt so nicht geläufig ist. Die gehören aber auf jeden Fall zusammen. Das ist kein Backup-Chip in dem Sinne, sondern die beiden Chips werden benötigt, um dieses BIOS zu betreiben. Und das ist ein AMI-BIOS, wie das Award-BIOS, ein recht populärer Vertreter seiner Zeit. Und da steht also drauf 286er BIOS 1986 bis 1999. Also das heißt, dieses BIOS müsste 1986 dann geflasht worden sein und sollte eine Lebensdauer haben bis 1999. Man kennt das ja, man war da skeptisch, was jetzt die Übernahme dieser PCs vor dem Jahr 2000 über das Jahr hin 2000 hinaus betrifft. Man wusste also nicht, schaffen die PC diese Umstellung in das Jahr 2000 oder würden die dann alle versagen? Da gab es ja damals einen richtigen Hype darum, eine richtige Panikmache, dass diese PCs dann diese Umstellung nicht verkraften würden. Das hat sich aber dann schlussendlich alles irgendwo zerschlagen und auch hier kann man dann entsprechend im BIOS die Zeit über das Jahr 2000 einstellen, ohne dass der PC jetzt sofort explodieren würde. Im rechten Bereich befindet sich dann hier diese CPU.
Da steht also drauf 286er Spiegelstrich 16 AMD und Intel 1982. Und wie ich das schon gesagt hatte, die ersten 286er Chips sind 1982 produziert worden. Das ist aber mit Sicherheit hier von neuerer Art. Da müsste man mal schauen, wann das BIOS bzw. wann das Mainboard hier entsprechend gebrandet worden ist. Aber 1986 das BIOS, also ich nehme mal an, das Mainboard müsste auch so in etwa aus dieser Zeit stammen, also 4 Jahre später. Und die CPU Spiegelstrich 16, die hat also 16 Megahertz. Das ist also schon eins durchaus der schnelleren Modelle und ist eigentlich genauso ein 286er von der Geschwindigkeit, wie ich den damals selbst besessen habe und vor allen Dingen auch wie mein Kumpel besessen hatte, der dann damals, ich erzähle die Geschichte ja immer wieder ganz gerne, der ja diese Soundblaster-Karte sich dann gekauft hatte und hatte mir da zum allerersten Mal auf seinem 286er mit Soundkarte den ersten Teil von Eye of the Beholder gezeigt. Zum ersten Mal mit Sound, nicht mit PC-Speaker. Da haben wir ja schon lange neidisch zum Amiga rüber geschaut, aber dann konnte der PC das auf einmal auch. Und da lief einem wirklich dann die Gänsehaut über dem Rücken und das war eben auf so einem 286er mit 16 MHz. Was dem ein oder anderen versierten Retro-PC-Kenner sofort auffallen dürfte im Vergleich zu den Nachfolgermodellen, dieser 286er, der ist hier fest mit dem Mainboard verlötet. Ab 386er-Ära wurden die PCs oder die CPUs ja quasi gesockelt. Also das heißt, man konnte dann auch einen 386er gegen ein schnelleres 386er Modell austauschen oder auswechseln. Das hat aber hier nicht funktioniert, also das ist hier fest mit dem Mainboard verlötet. Rechts daneben befindet sich dann der Platz für den obligatorischen Coprozessor, den 287er. Also hier hätte man noch die Möglichkeit, dann noch einen Coprozessor anzubringen. Der 486er hat ja so einen Coprozessor schon von Haus aus mit an Bord. Es gab wohl auch schon 386er Modelle, die das auch schon hatten, aber die ersten 386er und die 286er Modelle kamen noch ohne Coprozessor und dieser Coprozessor sorgte dann schon für einen recht ordentlichen Geschwindigkeitsboost. Und man sieht es hier so vom Sockel her, er sieht ja ein bisschen ähnlich aus wie der Sockel für den Motorola 68000er, so wie das von Amiga-Zeiten der Fall ist. Also man kann da schon immer noch mal so gewisse Ähnlichkeiten zu Vorgängermodellen feststellen. Auf der linken Seite geht es dann hier zu den verschiedenen RAM-Bänken. Also hier kann man zwei verschiedene Speichersorten anbringen. Also wir hätten hier einmal diese sogenannten DIP-RAM-Banks, so wie man sie auch von den Grafikkarten der damaligen Zeit her kennt. Die kann man ja dann auch mit diesen Speicherchips entsprechend aufrüsten und dieses Mainboard bietet hier eben auch noch die Möglichkeit für diese Speichersorte. Und links daneben kommen dann die etwas populäreren SIP-RAMs, also SIPP, und die sind von daher recht interessant, weil die haben hier noch diese Beinchen. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, wenn man die rein und raus machen will. Ich will euch da aber gerne mal auch einen mal hier rausholen. Hoffentlich, oh, das tut aber schon richtig weh. Da muss man also wirklich recht beherzt dran ziehen, aber möglichst ohne die Beinchen hier abzubrechen. Ansonsten hole ich euch gleich mal einen aus der Schublade. Nee, es geht. Und dann sieht man, die haben hier diese Metallbeinchen. Ja, und man kann sich vorstellen, dass die natürlich relativ empfindlich sind. Die sind recht filigran und wenn so ein Beinchen mal abbricht, naja gut, dann muss man versuchen, das irgendwie wieder dran zu löten. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Und da gibt es also noch Platz für zwei weitere. Und ich habe mir da auch schon nochmal welche besorgt. Die sind nicht ganz so leicht zu bekommen. Der Nachfolger, diese IDO oder Fastpage-RAMs, die bekommt man doch noch relativ häufig auch bei eBay und so weiter. Aber diese SIP-RAMs, die sind mittlerweile selten und auch teuer geworden. Und ich konnte noch ein paar ergattern. Und jetzt will ich mal schauen, wie viel Speicher hier an Bord sind und ob das schon 2 Megabyte sind. Und vielleicht können wir das Ganze hier dann noch so ein bisschen aufrüsten. Kommen wir zum hinteren Teil des Gehäuses. Da fange ich mal an der rechten Seite an, hier mit diesem Netzteil. Das ist hier von der Firma Soletec. Das sagt mir persönlich jetzt nichts. Da steht hier noch drauf Ling Yi Group, also irgendwas Asiatisches.
Aus der Typenbezeichnung würde ich mal vermuten, dass das ein 200 Watt Netzteil sein könnte. Und was recht interessant ist noch von der Bauart her, also für diese 286er in der Zeit, die hatten fast alle je nach Gehäuse so ein recht individuelles Netzteil. Hier ist beispielsweise auch der Power-On-Schalter, um das Gerät oder das Netzteil dann zu befeuern, ist das dann quasi auch hier mit dem Netzteil direkt eingebaut. Also hier lässt sich jetzt nicht einfach ohne weiteres irgendein anderes AT-Netzteil einbauen. Das ist dann bei den ATX-Standards dann schon etwas besser gewesen. Da war dann wesentlich mehr Kompatibilität der Gehäuse und Netzteile untereinander. Aber das jetzt hier, wenn das kaputt ist, dafür Ersatz zu bekommen, das wird dann schon relativ schwierig. Im hinteren linken Bereich befinden sich dann die ISA-Slots für die Steckkarten, also sprich für Karten wie VGA-Karte oder Controller-Karte, Netzwerkkarte und so weiter. Da gibt es zwei verschiedene Ausführungen, einmal hier diesen 16-Bit-ISA-Slot und hier dahinter gibt es noch einen 8-Bit-ISA-Slot mit einer kürzeren Steckleiste. Und da ich euch die Grafikkarte sowieso auch mal zeigen möchte, würde ich die dann hier gerade mal rausnehmen. Dann könnt ihr nämlich den ISA-Slot dann auch gleich noch im Vergleich sehen. Und dann kann man hier erkennen, dass der also um einiges kürzer ist. Der hat eben halt hier nur hier vorne diesen Steckbereich. Und erst im 16-Bit-Bereich sind dann die weiteren Kontakte hier dazugekommen. Weitere Slots, wie zum Beispiel ein VESA Local Bus Slot oder einen PCI-Slot, sucht man hier in dieser 286er-Ära vergebens. Das ist die Grafikkarte, die hier in diesem 286er verbaut war. Eine 16-Bit ISA-Grafikkarte zu erkennen an der zweiteiligen Steckleiste im oberen Bereich. Und da befinden sich ganz viele Chips von Realtek an Bord, mitunter auch hier der Grafikchip hier in der Mitte. Und nach dem habe ich mal gegoogelt und da ist dann folgende Modellbezeichnung rausgekommen. Das ist eine VGA Legacy MK3 aus dem Jahre 1990. Mit 256 Kilobyte Arbeitsspeicher, also noch weit entfernt von den 1 Megabyte aus dieser 486er VESA Local Bus Karte, die ich euch gezeigt habe. Und hier auf der rechten Seite von Goldstar, das müssten dann die Speicherchips sein. Die müssten dann jeweils 32 Kilobyte haben, 8 Stück an der Zahl, würde man dann bei 256 Kilobyte landen. Und im Gegensatz jetzt zu der Grafikkarte von dem 486er, gibt es hier also keine freien Speicherbänke mehr, wie es zum Beispiel hier auch auf dem Mainboard der Fall ist, um die Grafikkarte dann noch im Speicher zu erweitern. Aber so ähnlich in dieser Form sehen dann auch diese DIP-Module oder diese DIP-Speicher dann auch aus, die man dann normalerweise noch auf das Mainboard mit hinzustecken kann. Ergänzen wollte ich noch zur Firma Goldstar. Das ist also alles andere als eine unbekannte Marke. Die Firma Goldstar ist eine der vier Marken, die den 3DO von Trip Hawkins an den Start gebracht haben. Da hatte ich euch ja auch schon mal ein Video dazu gezeigt und die Konsolenfreunde können da gerne mal reinschauen in meine 3DO-Videos und dann werdet ihr da den Player von Goldstar auch wieder finden und so schließt sich dann schlussendlich irgendwo ein Stück weit auch wieder der Konsolen-PC-Kreislauf. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass ihr hier so lange bis zum Ende dabei geblieben seid. Lasst mir ein Like für mein Video da und abonniert meinen Kanal, falls ihr das nicht schon getan habt. Und aktiviert auf jeden Fall auch die Glocke, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Empfehlen kann ich euch auf jeden Fall auch noch meine Playlist. Dort findet ihr jede Menge weitere Videos zu Retro-PCs, Homecomputern und Konsolen der 70er, 80er und 90er Jahre. Zum Beispiel zu Konsolen von Sega, Atari und Nintendo, aber auch zu etwas ausgefalleneren Modellen wie das Philips CD-i oder den 3DO von Trip Hawkins. Natürlich findet ihr auch Videos zu Homecomputern wie dem Amiga 500 oder 600 oder das Amiga CD32. Natürlich auch jede Menge zu Retro-PCs, Pentium der ersten, zweiten und dritten Generation sowie 486er Modelle und natürlich auch Events wie beispielsweise Game kommen, Flohmarktbesuche oder ein Besuch im Arcade-Museum. Ich bin sicher, da sind jede Menge interessante Videos für euch dabei.